Morgen. Wir fahren heute zu dem Mutlu, Firma Reifenprofi, im Süden und nehmen ein paar Felgen mit. Und zwar haben viele ja immer wieder gefragt, was eigentlich mit den legendären 20 Zoll von der Limo ist. Ich habe diese Felgen noch. Ich werde diese Felgen auch niemals verkaufen, weil das waren so die ersten, ich sag mal, gemachten Räder für die Limo. Und die sollen jetzt wieder zum Einsatz kommen. Aber dafür müssen wir erstmal bei Mutlu vorbeifahren. Alles Weitere seht ihr später. So, wir sind jetzt gleich bei Mutlu in Heilbronn angekommen. Mutlu hat eigentlich zwei Firmen. Also eigentlich kennt man Mutlu als Firma Reifenprofi. Ich glaube, die Firma, ich habe neulich ein Video von ihm gesehen, gibt es glaube ich schon so mittlerweile auch schon gute 10 Jahre. Dort handelt er mit Originalfelgen, hat allerdings einen riesen Fuhrpark an Maschinen, die Felgen auch wieder aufarbeiten können. Das heißt, von Entlacken, Abdrehen, Pulverbeschichten und ist da alles möglich. Und deswegen fahren wir da auch heute hin, denn meine 20 Zoll, die ich damals in Amerika für die Limo anfertigen lassen habe, die korrodieren an einigen Stellen mittlerweile ein bisschen und müssen deswegen einmal wieder frisch gemacht werden. Außerdem hat er vor, ich glaube, 2-3 Jahren die Firma Levella, die Marke Levella gegründet. Unter der Marke vertreibt er unter anderem Felgen, Auspuffanlagen, jede Menge Merchandising, wie diese schönen Pullis bzw. Hoodies. Ja, aber da gehen wir später noch drauf ein. Das kann der Mutlu mit Sicherheit selber besser erklären und euch das alles zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass jetzt endlich die 20 Zoll mal wieder zum Einsatz kommen. Gefühlt sagt auch jeder Zweite, dass die Felgen einfach auf das Auto wieder drauf müssen, weil zu dem Zeitpunkt, wo das Auto einfach so bekannt wurde, waren diese Felgen auf dem Auto drauf. Deswegen habe ich mich auch nie von getrennt und habe mich deswegen auch entschieden, dass sie jetzt mal wieder zum Einsatz kommen müssen. So, wir sind mittlerweile angekommen bei der Firma Reifenprofi. Das ist der Mutlu. Hallo, willkommen. Das sind die Felgen, um die es geht. Die wollen wir heute, ich sag mal übertrieben gesagt, instand setzen. Ich würde sagen, wir zeigen mal als allererstes, worum es geht. Und zwar haben die Felgen mit der Zeit angefangen, so ein bisschen zu korrodieren. Man sieht so ein bisschen, dass überall dort, wo man nicht so gut zum Putzen rankommt, kommt überall so ein bisschen Alukorrosion hoch. Ventil hier. Hier sieht man das auch ganz gut. Hier. Um das Ventil rum hat man so ein bisschen Alukorrosion. Erstmal kurz zu dir, Mutlu. Du machst ja sowas, heißt Felgenaufbereitung. Eigentlich aber nicht Vollzeit, sondern eigentlich ursprünglich Felgenhandel, Originalfelgen. Richtig, richtig. Wir kamen ja nur dazu, weil wir im Prinzip irgendwann das selber in die Hand genommen haben und uns selber zu bestimmen, wie schnell machen wir das, wie viel machen wir. Und deswegen haben wir das uns irgendwann selber aufgebaut mit dem Drehen und mit dem Pulver. Wie lange machst du das schon? Mit dem Pulver und Drehen sind es jetzt fast schon 3 Jahre. Ja. Mhm. Und den eigentlichen Felgenhandel, Reifenprofi, wie lange gibt es das schon? 2002. 2002, über 10 Jahre schon. Ne? Mhm. So hatte ich es nämlich auch im Hinterkopf. Und wir versuchen das nachher mal so ein bisschen zu zeigen. Die Halle hier ist wirklich riesig. 5000 Quadratmeter oder so, wie groß ist sie? 10.000 Quadratmeter. Wir sind nur mal kurz hier so durchgelaufen. Das hat, glaube ich, 2-3 Stunden gedauert, weil ist wirklich extrem riesig, krass groß. Wie viele Felgen liegen hier so in Summe? So, ja, im Durchschnitt bis zu 10.000 Sätze. 10.000 Sätze. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal krass. Kommt was zusammen. Und wirklich alles querbeet. Ne? Ich habe wirklich gesehen von VW, Audi, Bentley, Smart, BMW, alles, Mercedes, alles querbeet. Alles, was ne? Original ist im Prinzip und mhm. Also außer, ich sag jetzt mal eher die deutschen Marken. Und über diesen Handel mit den Originalfelgen hast du dann auch irgendwann angefangen, quasi Felgen aufzuarbeiten, dass die wieder aussehen wie neu und kannst jetzt deswegen dementsprechend eigentlich alles an so einer Felge wieder instand setzen. Im Prinzip haben wir nicht das Glück gehabt, dass wir immer nur neue Felgen gekriegt haben, sondern wir haben ja oftmals gebrauchte bekommen, mhm. die, sage ich mal, verkratzt, vermarkt waren und die wir jetzt selber instand setzen können, um sie neuwertig zu verkaufen und natürlich auch individuell farblich auch zu ändern, einen Rand hindrehen, Front drehen, andere Farben mit Candy-Versiegelung und so weiter. Deswegen hat sich das so ergeben jetzt bei uns. Und was genau können wir jetzt mit meiner Felge machen?
Was du willst. Okay, also wir könnten theoretisch alles machen, was wir wollen. Ich persönlich, ich denke mal, die ganzen Zuschauer würden mich auch steinigen, wenn ich an dem Design irgendwie ein bisschen was ändere. Deswegen hätte ich sie am liebsten gerne so, wie sie war, nur halt wieder in frisch. Kriegen wir hin. Das heißt, was müssen wir machen? Schrauben sie auseinander, entplacken sie. Und dann sieht man zuerst mal, ob wir einen Stern so lassen können. Ja, durch die ganzen Flecken und so. Wenn es in Ordnung ist, dann machen wir einfach nur einen Klarlack drauf und dann ist der Stern wieder fertig und am Bett gucken wir mal, vielleicht drehen wir einfach die Kontur einmal nach, machen eine grobe Struktur drauf, dass es so ähnlich aussieht wie jetzt. Mhm. Falls es irgendwie korrodiert sein sollte, das Material angegriffen wurde. Okay. Das Problem bei den Felgen ist nämlich, die sind nicht einfach nur gefertigt und danach lackiert oder ähnliches, sondern man sieht halt, man nennt das gebrushed, ne? Die sind halt gebrushed, das heißt als letzter Fertigungsschritt wurde dann noch einmal rüber geschliffen und jetzt kam am Ende Klarlack rüber und dieser Klarlack ist halt mittlerweile leicht unterwandert. Diese Struktur wiederherzustellen ist nicht ganz so einfach, weil es halt eben ab Werk teilweise per Hand gebrushed wurde, bevor der Klarlack drauf kam und deswegen müssen wir jetzt gucken, wie wir das Ganze wieder in Stand gesetzt bekommen. Ich würde sagen, wir zerlegen mal die Felgen und gucken mal, wie stark sie dann am Ende doch korrodiert sind. Sieht man Teil, sieht man so, aber am besten sieht man es, wenn sie eigentlich entlang sind. Ne? Okay, perfekt. So, wir stehen jetzt hier in deiner hauseigenen Werkstatt. Ja, richtig. Sieht auf jeden Fall extrem cool aus, gerade so mit der Werkbank. Wofür ist das Ganze hier? Was macht ihr hier? Im Prinzip was Fahrwerkeinbau, Auspuffanlagen von uns und natürlich gerade die Felgenanpassungen und so machen wir auch hier. Ihr habt neben Reifenprofi noch eine weitere Marke gegründet quasi, ne? Richtig, das ist die Firma Levella. Da kam man dazu, weil ich irgendwann mal auch eigene Felgen machen wollte. Dafür wäre der Name Reifenprofi nicht so ideal dafür. Und dann hat sich das so ergeben, dass meine Kinder Levin und Ella Levella ergibt und das jetzt als Marke benutzen. Ne? Wobei das schon irgendwo so eine zusammenstehende Firma ist im Prinzip. Ne? Und was bietet ihr unter der Marke alles an? Also einmal eigene Felgen von 19 bis 23 Zoll, Schmiede- und Floorform, mehrteilig, also dreiteilig, einteilig, Monoblock, querbeet, wo jetzt alle natürlich mit TÜV angeboten werden. Und ich habe es auf dem Hinweg schon gesagt, extrem geile Kleidung, wie man hier auch überall sieht, ne? Die gibt es auch unter dem Namen Levella. Das heißt, hier könnt ihr so ein bisschen kundenspezifisch auch mal ein Fahrwerk einbauen, Felgen anprobieren, ausmessen und so weiter. Ne? Genau. Weil meistens ist es bei Felgen ja schon so, dass man die wahrscheinlich am Fahrzeug einmal ausmisst, damit sie maximal breit, konkav und so weiter richtig, sind. Richtig, richtig. Das passt so direkt hier am Auto alles an. Aber so die typischen Tuning-Arbeiten, wie man kann bei euch anrufen und will ein Fahrwerk einbauen, das macht ihr eigentlich nicht? Ja, doch Fahrwerk bestellen und bei uns einbauen geht. Grundsätzlich ist kein Problem, aber das ist jetzt nicht unsere Hauptarbeit, sage ich mal. Auspuffanlagen eher mehr, die lassen wir bei Capristo herstellen. Wir haben schon mittlerweile auch eigene Töpfe und auch speziell, was der Capristo jetzt nicht produziert, zum Beispiel RS3, Golf R und so und TTRS, die lassen wir bei Capristo extra für uns herstellen. Wie viele verschiedene Felgen habt ihr? Also wir haben jetzt momentan zwei, ein drittes Design kommt jetzt und die zwei Designs gibt es im Monoblock, dreiteilig und dann haben wir natürlich die günstigere Variante auch als Schmiedefelge, auch nochmal zwei Designs, also insgesamt vier Designs. Und nur Mehrteiler oder auch Einteiler? Beides. Beides? Okay. Der Mut, du hast noch einen extrem geilen Showroom, weil du hast ja auch ein paar Autos mehr, wo diverse Felgen davon auch draufstecken, das gucken wir uns aber gleich an. Erstmal zerlegen wir eine Felge und gehen nochmal kurz auf die Felgen. So, bei unserer Felge handelt es sich um eine zweiteilige Felge, das heißt Stern ist ein Teil und Innen- und Außenbett ist auch ein Teil. Das macht es bei der Montage ein bisschen leichter, weil man muss nämlich nichts abdichten. Richtig. Und wir haben jetzt schon mal die Schrauben alle rausgemacht. Der Stern ist quasi unsichtbar von innen verschraubt. Und jetzt gucken wir uns das ganze Übel mal an, würde ich sagen. Ne? Ja. So, hier haben wir den Stern. Dann legen wir hier mal kurz rüber. So, und hier sieht man jetzt, was wir vorhin schon mal so grob besprochen hatten. Dort, wo der Stern sitzt, läuft natürlich die ganze Zeit der ganze Dreck, das Wasser, der Felgenreiniger und so weiter rein. Man hat natürlich keine Chance, das vernünftig zu putzen, gerade nach dem Waschen zu trocknen. Und deswegen
bildet sich darunter natürlich der Gammel. Ne? Man sieht es teilweise, dass es schon ganz schön korrodiert ist. Also ich hätte jetzt gesagt, komplett entlacken. Dadurch kriegt man die schwarze Farbe hier auch weg. Dann sieht das alles ein bisschen einheitlich aus. Und dann guckt man das Ganze mal an, wie sich das hier verhält. Wenn nichts groß an der Oberfläche ist, ist gut. Wenn, ja, ich sag mal, Rückstände da sind, dann drehen wir einfach die Kontur grob nach. Wir können ja das wieder ungefähr wieder nachbilden. Und das heißt, ihr habt eine Maschine, eine Drehbank, wo ihr quasi die komplette Kontur von der Felge neu fahren könnt. Genau. Das heißt, theoretisch, selbst wenn die Felge jetzt kaputt wäre und Macken hätte, könnte da sowas auch wieder herstellen. Kein Problem mehr. Auch wieder rausdrehen. Kein Problem. Wir drehen ja im Prinzip exakt mit dem 3D-Taster, gehen wir da drüber, tasten alles ab und drehen. Wir könnten theoretisch allein den Klarlack runterdrehen. Mhm. Als allererstes müssen die Felgen allerdings entlackt werden. Das passiert im Bad, ne? Mhm. Das heißt, einfach nur Felge rein, paar Felge Stunden rein, warten, Felgen raus. Zwei bis drei Stunden, dann ist es so lang. Ich hoffe natürlich, dass die Korrosion noch nicht zu tief drin ist und man das Ganze retten kann, ohne groß rüber zu gehen. Mhm. Aber du sagst, selbst wenn es doch tiefer ist, dann drehst du einfach komplett einmal rüber. Genau. Und anschließend kriegt das Ganze einmal neu Klarpulver. Mhm. Als Acrylklarlack. Mhm. Ist von der Oberfläche, von der Struktur her besser und haltbarer. Mhm. Und im letzten Step dann einfach wieder zusammenbauen. Mhm. Und weiter geht's. Ne? Genau. Perfekt. Das können wir natürlich jetzt alles nicht zur Sekunde machen, deswegen wird Mutlu das in den nächsten Tagen machen. Das Ganze natürlich mit der Kamera begleiten. Richtig. Ich hoffe, wir kriegen wieder so ein Video, wie du mit der Ameise durchs Lager fährst. Kommt vor, immer wieder, ja. Und dann wird Mutlu euch auf jeden Fall auch nochmal die Maschine erklären. Ich konnte vorhin schon mal einen kurzen Blick werfen, ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich mich auch früher immer gefragt habe, wie man das hinkriegt. Das sind ja nicht alle Felgen einfach nur gerade, sondern die haben alle eine Kontur und jeder, der schon mal an der Drehbank stand, weiß halt, dass man nicht einfach nur Meißel rüberfahren kann und fertig. Ja. Im Prinzip haben wir dieselbe Maschine wie der Hersteller, wie BBS, Borbet oder andere, bloß, dass wir keine Zeichnung davon haben von jeder Felge, sondern einfach die komplette, sag jetzt mal, Form abtasten und dadurch eigentlich wie eine Zeichnung alle Daten haben. Ne? Das heißt, ihr könnt jede Felge immer erstmal einmal abtasten und dann fahrt er einfach nur 1, 2, 3 Millimeter weg. Eine Zehntel. Zehntel? Zehntel reicht eigentlich schon. Also manchmal sind es, also sowas wäre eigentlich schon blitzblank nach ein Zehntel. Mhm. Cool. Theoretisch könnten wir auch eine komplett andere Felge rausmachen und das Design komplett ändern vom Finish her, ne? Da gibt's habe ja ich dir auch vorgeschlagen, bloß du willst ja in dem Stil halten, verstehe ich auch. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt hier, es gibt wirklich tausende verschiedene Varianten, die zeigt Mutlu uns jetzt mal. Aber für mein Auto, viele kennen ja das Alu-Paket, was ich an der Limo habe, das muss natürlich so bleiben. Und deswegen will ich unbedingt wieder dieses gebrushte Finish mit Klarlack drüber. Mutlu hat mir versprochen, wir kriegen das wieder hin. Das heißt, ich bin da guter Dinge. Und ich würde sagen, wir gehen mal in dein Showroom rüber und du zeigst uns mal ein bisschen, was man hätte machen können. Mach mal. Wie viele Autos hast du gemacht? Aktuell nur so mit allem, mit Transporter, nein, mit Schubkarre. Nein, nur so das, was so, ich sag mal, getuned ist. Ja, Tuning-Bereich. Also, ja, da liegt man bei 12, glaube ich. 12? Ja, also ich kenne, glaube ich, kaum wen, der mehr Autos als Mutlu hat. Vor allem das Coole ist immer, sie sind eigentlich immer schwarz. Sind immer flach, haben immer den Streifen drüber. Fast immer. Ja, und auf jeden Fall immer krasse Räder drauf und so weiter. Vielleicht wart ihr letztes Jahr auf der Essen Motorshow. Mutlu hatte direkt neben uns einen Stand. Waren auch, glaube ich, 6 Autos drauf? 10. 10 Autos sogar drauf. Mhm. 10 Autos sogar drauf und alle schwarz, alle flach, alle Räder drauf. Ne? Richtig. So, und das Witzige war, man konnte auf jedem Auto einen anderen Stil von Felgen sehen. Allerdings nicht die Felge an sich, sondern nur das Finish war immer anders. Ne? Genau. Es waren zwei Arten von Felgen und da war halt mit dem roten Bett, Cognac-Bett, goldenen Bett und verschiedene Sternfarben und so weiter. Alles quer wieder mal, ne? Zum Zeigen einfach. Ja. Weil wir kriegen ja unsere Felgen alle roh, außer die 19 und 20, was jetzt auf der Essen Motorshow jetzt gezeigt wird, die kriegen wir schon fertige, aber sonst kriegen wir alle dreiteilige und Monoblock roh, dass wir sie hier innerhalb zwei Tage so machen können, wie es der Kunde halt möchte. Ah, okay. Das heißt, Rand drehen, Front drehen, Gold, Braun, egal was. Also jegliche Kombination könnt ihr immer quasi gleich selber machen und kriegt die Felge nur roh. Genau. Das macht es natürlich auch einfacher. Ne? Und so kann man natürlich auch gewähren, dass der Kunde wirklich alles haben kann, was er will. Eben. Mhm. Mein Lieblingsauto steht auf jeden Fall da schon mal.
Und zwar Mutlu hat nämlich selbst einen RS4, B5. Habe ich selber auch noch gar nicht gesehen bei dir, erste Mal quasi. Aber cooles Teil auf jeden Fall. Ist noch so wahrscheinlich so mit das normalste Auto von dir, ne? Ja, gut. Also außer Fahrwerk und Felgen ist da eigentlich nichts dran. Ne? Bist du jemals ein Auto gefahren ohne ein Fahrwerk anzumachen? Nein, eigentlich wenn wir ein neues Fahrzeug bekommen haben, hat es gerade jetzt zum Beispiel von Stuttgart her oder von Mannheim her, vom Porsche Zentrum, 50, 60 Kilometer hinter sich gehabt und dann direkt auf die Bühne. Gleich immer Fahrwerk ran. Weil man kann es halt vorher nicht anschauen. Ja. Ne? Also ich bin derjenige, ich kann es nicht vorher anschauen. Was sich auf jeden Fall lohnt, es gibt auf YouTube ein Video, du hast letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, so ein eigenes Drag Race veranstaltet, ne? Auf dem Flugplatz. Mhm. Einfach mal einen Flugplatz gemietet und alle Autos querbeet getestet. Das Video lohnt sich auf jeden Fall, ist eine witzige Sache, weil auch wieder alle Autos schwarz. Alle schwarz, ja. Alle schwarz und alle schön so in Formation den Flugplatz runter. Ne? Genau. Ja, so, wir gehen mal gucken hier. Ein Auto ist dabei, das ist nicht schwarz. R8 Spider. Aber sonst, ja, wir haben ja gerade schon gesehen, hier steht noch ein Golf. 7R. Draußen, im Alltag fährst du ein R6 eigentlich, ne? Dein Lieblingsauto. Ja. Ja. RS4, Aventador, den haben bestimmt einige schon gesehen, vielleicht auch auf dem letzten Race 1000. Der ist jetzt mit Winterreifen bestückt. Wie, echt Winterreifen drauf? Ja. Deswegen sind unsere... Verrückt. Also den fährst du auch wirklich selbst im Winter? Ja, wir sind ja auch Skifahren gegangen, mit der Dachbox. War in der Bildzeitung mal drin. Crazy. Reich, aber unsexy. Stand dran, an der Bildzeitung. Aber so viele Aventador mit Winterreifen gibt es wahrscheinlich nicht, ne? Ja, gut. Gibt schon, aber die siehst du halt, also selten auf der Straße. Ja, cool. Neuer GT3. Alle schwarz. Wieso hast du so viele Autos? Weil man kann ja eigentlich nur eins fahren. Ja gut, wir haben jetzt relativ viele verkauft. Ne? Wenn du so siehst, der Huracan ist weg, der GTR ist weg, der Panamera ist weg, der RS3, der bekannte mit einer breiten Backen, ist weg, die Limousine. Ich fahre jetzt auch ein bisschen runter, weil mir das mit der Zeit auch... Ich sag mal, früher war es so, man könnte nie genug haben, aber jetzt ist es so, dass ich da ein bisschen zur Vernunft gekommen bin. Da kommt es mit dem Alter, ich weiß es nicht. Ich fahre da jetzt ein bisschen runter. Piano und ich sag, mit weniger geht auch. Und bei 20 Autos hast du dann gemerkt, dass du eh nur eins fahren kannst? Ja, einmal das. Du musst ja bedenken, du musst jedes Auto zur Inspektion bringen. Du hast die Versicherung, du hast die Steuer. Alle angemeldet? Ja. Und dann? Da kommt was zusammen, ja. Ja, cool. Aventador auf jeden Fall geil. Welches Auto fährst du am liebsten? RS6. Echt? Ja. Und auch so über die letzten Jahre, RS6 würdest du auch sagen, auch Favorit? Oder war mal was anderes dabei, was auch cool war? Wenn ich selber fahre, dann RS6. Immer RS6 gewesen. RS6, ja. Also das übertrifft nichts. Klar ist sowas mal für 100, 200 Kilometer spaßig, gut, aber auf Dauer nicht mehr. Vor allem, du hast den Spaß nicht mehr, wenn du den immer fährst. Tag, ne? Hörst, immer fährst, ne? Ja, auf jeden Fall komplett crazy, habe ich so auch noch nicht erlebt. Da hinten an der Wand, das sind alles nur so Ausstellungsstücke von den ganzen Originalfelgen, die du so mit der Zeit schon gemacht hast. Ne? Mhm. Da hinten haben wir die Wand mit ein paar Ausstellungsstücken. Ne? Mit Musterfarben und so, ja. Da können wir ja mal gucken gehen, was es da so gibt. Aston Martin, auch noch am Start. Das sind jetzt alles nur... verschiedene Pulverfarben oder? Ja, aber mittlerweile ist es auch nicht mehr so aktuell. Also es gibt mittlerweile schon wieder viele neue. Wir wollten die aber jetzt ersetzen, wenn jetzt im Januar unsere eigene Felgen kommen, machen wir hier eine komplette neue Farbpalette hin. Deswegen hängen jetzt noch die alten dran. Aber es gibt mittlerweile schon viel, viel mehr Farben. Ne? Mhm. Und da auch dieses, wo man zeigen kann, dass das Originalfelgen jetzt zum Beispiel auf einen Anthrazitfront gedreht, schwarz gepulvert und dann abgedreht. Das ist natürlich jetzt ein perfektes Beispiel für, dass ihr selbst solche Felgen wieder instand setzen könnt. Ne? Einmal Instandsetzung und auch wenn der Kunde möchte, dass, wie hier bei den Weißen, wenn er mal eine weiße Felge mit Front abgedreht haben will, beim RS6 zum Beispiel, dann kann ich es natürlich auch so machen. Weil stimmt, viele werden sich denken, wenn die erstmal zerkratzt ist, kannst du sie einfach nur komplett lackieren, ne? Aber bei euch geht das wieder die so... Also man könnte es auch nur drehen, sag nur. Ja, cool. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar knallige, bunte Farben bei. Ich habe irgendwo noch so eine Felge mit so einem roten Rand gesehen, was ganz wild ist.
rote Betten. Schwarzer Stern, rotes Bett. Ja. Das war nochmal einmal bei mir so eine lasierte Felge zeigen. Oder ist das lasiert oder wie nennt sich das? Das ist im Prinzip ein eingefärbter Klarlack. Ein eingefärbter Klarlack, okay. Das heißt, eingefärbte Klarlack nennt man heute, jetzt die Umgangssprache ist eigentlich Candyfarbe. Mhm. Und aber ist hier nicht? Sieht man es einmal und hier sieht man es, die Farben. Und das ist im Prinzip, es ist ganz, ganz wichtig, der Untergrund. Man kann auch Superchrom pulvern. Das ist so, ja, ich sag jetzt mal so chromähnlich. Und dann die Farbe hat aber nie die Wirkung, wie wenn sie zum Beispiel poliert ist und dann eine Candyfarbe drauf machst. Mhm. Dient als, einmal als Farbe und einmal als Klarlack. Mhm. Und da gibt es, wenn ich hier schon sehe, das ist ja mehr so orange-kupfermäßig, ne? Genau. Rot, da gibt es wahrscheinlich auch Farben ohne Ende. Ich glaube, da gibt es mittlerweile 30 verschiedene Farben. Ja. Und das wird lackiert oder auch wie eine Pulverbeschichtung aufgetragen? Alles in Pulver. Alles Pulver, ne? Ja. Geile Sache auf jeden Fall. Ja, ich stehe ja leider immer mehr so auf die dezenteren Sachen, sonst könnte man sich hier auf jeden Fall richtig austoben. Wenn es nach mir geht, wäre alles schwarz bloß. Ja, ja. Man muss ja auch mal ein bisschen was zeigen. Eben, man muss was zeigen und die Kunden möchten ja auch ein bisschen farbige Sachen zurzeit. Auf jeden Fall coole Sache. Gerade so mit diesem Orange und Kupfer. Ja, mit dem Nabendeckel hier sieht man es besser. Wenn man hier drauf. Das ist natürlich auch crazy. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Dass das praktisch während der Fahrt immer die Schrift lesen kannst. Ja. Coole Sache. Ja, weil Felgendesign hört es irgendwo auf, ne? Was Neues zu entwerfen, da musst du rund um das Rad was Neues machen. Daher lassen wir uns gerne mal solche Sachen einfallen. Ja, ich freue mich drauf, was du aus meinen Felgen machst. Bin bestimmt nicht das letzte Mal hier. Ich würde jetzt am liebsten sagen, wir schmeißen uns in irgendein Auto rein und fahren einfach mal eine Runde. Aber es ist mittlerweile schon ziemlich spät abends. Das machen wir das nächste Mal. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerade zum Thema Reifenprofi, Lavella oder ähnliches, einfach in die Kommentare ballern. Wir sind bestimmt nochmal irgendwann hier. Und dann können wir da nämlich auch überall drauf eingehen. Essen Motorshow dieses Jahr? Ja. Ganz in der Nähe von dir. Auch in der Nähe? Ja. So, wir sind dieses Jahr neue Halle. Nicht mehr Halle 2 wie letztes Jahr, sondern jetzt Halle 6. Richtig. Ich bin gespannt, wie es so wird. Ich glaube, die Partys werden genauso gut. Ja, letztes Jahr, wir hatten Stand nebeneinander und es war zeitweise extremst witzig. Sehr witzig, ja. So, jetzt hätte ich fast schon wieder vergessen, Tschüss zu sagen. Deswegen auf diesem Wege nochmal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.